So, da sind wir zurück. Let's play Dragon Quest Monster Folge 2. Yeah. Und wir gehen hier mit Terry schön krass lang und sammeln ein Kraut ein. Ach, Entschuldigung, das ist der Paul, nicht Terry. So, und ich wollte, glaube ich, erzählen, warum ich Break gemacht hatte. Das ist so, ich nehme dieses Spiel hier nicht mit Fraps auf wie sonst. Oh, ein Monster. Okay, ich erzähle gleich. Erstmal muss ich diesen Monster killen. Ein Vampy. Oh, jetzt, das ging schnell weg. Ich habe nichts weggedrückt. Los. Wimpy greift an. Slime verliert 5 HP. Slime greift an. Wimpy verliert 2 HP. Was haben wir noch? Plan. Los. Versuch. Befehl. Passiv. Befehl. Angriff. Wimpy greift an. Oh nein, Slim verliert 4 HP. Haben wir ihn Slim oder Slime genannt? Ich weiß es nicht mehr. Wir greifen einfach mal davon an. Zack, zack, zack. Erfahrungspunkte. Wie viel haben wir gekriegt? Wimpy ist aufgestanden und will mitkommen. Krass. In die Truppe aufnehmen. Ja, natürlich nehmen wir Wimpy auf. Wie wird Wimpy genannt? Oh, habe ich Wimpy gesagt die ganze Zeit? Back hier. Wir nennen ihn mal richtig cool. Irgendwie so. So einen richtig coolen Namen brauchen wir. Mir fällt keiner ein, aber ich glaube, der hier geht. So. Wird Wimpy cool genannt? Ja. Cool jetzt mitnehmen? Ja. Jetzt haben wir 2 Monster dabei. Oh, das ist ja krass. Die laufen hintereinander her. Okay. So. Ist hier noch ein Monster. Oh. Ich habe mal die Maus da weggenommen, damit die nicht im Weg ist. Und Zungenbär. Los. Cool greift an. Zungenbär verliert 5 HP. Slim greift an. Zungenbär verliert 4 HP. Zungenbär greift an. Slim verliert 8 HP. Scheiße, wir haben nur noch 12 HP mit Slim. Cool greift an. Slimbär verliert 5 HP. Zungenbär wurde besiegt. Paul hat Zungenbär besiegt. Paul erhält 4 Erfahrungspunkte. Cool erreicht den Level 2. Max HP plus 3. Max MP plus 2. Cool. Stärke plus 3. Abwehr plus 6, Agilität plus 6 und Intelligenz plus 3. So, was ich jetzt erzählen wollte. Ich nehme das hier nicht mit Fraps auf für die anderen Spiele, sondern mit Camtasia. Es reicht völlig aus, man sieht ja, die Grafik ist perfekt. Und dann kann ich hier immer schön, schneiden, wie ich will. Camtasia macht das ja so, wenn ich jetzt zum Beispiel 15 Minuten Aufnahme mache, kann ich einfach F10 drücken dann und gleich eine neue Aufnahme starten. Und dieser 15-Minuten-Clip ist dann nur ein Clip und der ist dann ungefähr 300 MB groß, wie bei, und nicht wie bei Fraps, 15 Minuten irgendwie 8 oder 10 GB oder sowas, das ist ja unmenschlich. Und dann ist das immer perfekt für mich, dann kann ich das alles gleich in eine Folge nehmen, kurz Camtasia reinhauen, rendern, dann geht das Rendern auch viel schneller mit so einem Clip hier und ja, dann, ja, wie gesagt, das geht viel schneller und ich glaube, eine halbe Stunde brauche ich für einen Clip, für einen 15-Minuten-Clip, das ist eigentlich nichts im Gegensatz zu einem LC, wenn ich LC rendere, ne, da könnt ihr mal sehen, LC dauert manchmal 2,5 Stunden sogar, also ein 15-Minuten-Video, wenn ich alles mit bearbeite und sowas. Wirklich, das dauert lange. Und dann könnte ich von diesem Spiel hier auch, ich finde es eh übelst geil, dann könnte ich dieses Spiel hier auch eh irgendwie zweimal am Tag rausbringen oder sowas. Ich mache eh zurzeit einmal, jeden Tag versuche ich Minecraft. Jeden zweiten Tag versuche ich LC. Manchmal klappt es nicht jeden Tag. Und deshalb versuche ich es jeden zweiten. Manchmal jeden ersten, jeden Tag und manchmal jeden zweiten nur. Mal gucken, wie es geht einfach. Und dieses Spiel könnte ich so oft rausbringen, wie ich will. Ich könnte es auch 10-mal am Tag rausbringen, das... Ich finde es so Hammer. Und deshalb, ja, mal gucken, wie ich es mache. Wir haben gerade ein Loch gefunden. Wie viele Löcher sind? Eine Schatztruhe. Oh, da hinten. Wir haben doch hier mal Y. Item. Kraut. Ja. Auf Slim. Benutzt Kraut für Slim. Slims Wunden wurden geheilt. Item. Das ist eigentlich eher so ein schlechtes Pokémon-Spiel, aber ich finde es so Hammer. Und deshalb spiele ich das jetzt auch komplett. Egal, ob ihr es anguckt oder nicht. Selbst wenn jede Folge nur 2 Aufrufe kriegt oder sowas. Ich werde das durchziehen. Also wir sind jetzt bei so einem ersten sozusagen Boss-Mob, Alter. Und das ist so ein Tentakelvieh. Doch, ich bin Holm. Du bist hier, um mich zu holen? Nein, nein. Lass mal gut sein. Der Hof war mir zu langweilig. Oh nein. Immer diese Zigeuner hier, ne? Heilslime-Ungetüm erscheint. Los, cool greift an. Heilslime verliert 5 HP, Heilslime greift an. Slim verliert 7 HP, aber Slim greift an und der Heilslime ist komplett geil ausgewichen. Cool greift an und der Heilslime weicht aus. Heilslime greift an und Slim verliert wieder 6 HP, aber Slim greift an und Heilslime verliert 4 HP. Ich könnte das hier alles so überspringen mit der Leertaste, aber das finde ich gerade ein bisschen spannender, deshalb mache ich es nicht. So, 6 HP verloren, Heilslime greift an. Cool verliert 8 HP, hat nur noch 9 HP und Slim greift an und Heilslime verliert 2 HP. Und weiter geht's mit Cool, strengt sich an und Cool greift an und zieht 6 HP. Heilslime benutzt Heil, Scheißdreck aber auch. Jetzt ja wieder Heile. Heile, sagt man das so? Keine Ahnung, wir müssen gleich mal gucken, was haben wir denn noch? Wir können ja machen,
Item, Kraut auf Wir und dann Cool. Benutzt Cool. Cools Wunde wurde geheilt. Und jetzt greift Cool an noch. High Slime wurde angegriffen. Es greift an. Slim verliert 8 HP. Und Slim greift an, aber jetzt verliert er 4 HP. Also, um es kurz zu sagen, Cool ist viel stärker als Slim. Falsche Taste. Cool greift an und zieht High Slime. 4 HP und High Slime benutzt wieder Heil. Und ich mache mal das hier kurz so. Mal gucken, ob wir gewinnen oder nicht. Und wir sind tot. Das heißt, möge die Macht mit euch sein. Für Pauls Reise gebe ich euch ein Kraut. Herzlichen Dank. Eine Gedenkminute bitte für Slime und Cool. Wir können ja mal unsere Monster angucken. Stärke 13, Stärke 16, Abwehr 11, Abwehr 13, Agilität 8, Abwehr 22, Agilität meine ich, Intelligenz 6. Intelligenz 17, also der ist nicht so dumm wie Stroh, aber der hier schon. Und Wild 4. Wild kann man... Also Wild ist, wenn die Monster man gerade gezähmt hat und immer im Zwinger hat sozusagen und nie benutzt, dann sind die halt so wie bei Pokémon, gehorchen die einem manchmal nicht. Und das bringt es, indem man den Essen gibt und sowas. Müssen wir mal sehen, wir gehen jetzt nochmal rein und werden einfach ein bisschen kämpfen, damit wir Level abkommen. Oder Kraut finden. Finden hier, ne? Kraut und erhielt Kraut. Wir gehen jetzt einmal durch und Slim, den Dinger. Ich überspringe diese Kämpfe jetzt mal extra absichtlich, damit wir ein bisschen leveln. So, zack, zack, zack. Und vielleicht kommen wir Level ab. Na komm. Oh, und wenn wir den noch mitkriegen würden, wäre es geil. Oh, cool, erreicht Level 4. Der ist jetzt stärker geworden, das ist cool. Also cool ist voll cool. Und der wieder. Zack, 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 zack. In die Truppe, jetzt haben wir einen dritten. Wie wird Zungenbär genannt? Also ich höre da mal auf mit diesen ganzen Überspringen, das ist ein bisschen irritierend, glaube ich. Zungenbär hieß der, ne? Zungi, nee, geht nicht zu lang. Wie nennen wir den mal? So richtig einen kranken, krassen Namen brauchen wir. Sowas. So, oh, da, wo man, wenn man ihn hört, gleich dran denken muss, dass er es war. So einen können wir ja. Wird Zungenbär XYZ benannt? Ja. Jetzt mitnehmen. So, aber der ist tot, dann nee, doch nicht. Der ist Level 1 und hat 10 HP. Ups, nee, falsche Taste. Nein. Ah doch, wir können mal gucken. 17 Stärke. Oh, der ist stärker als Slim. Der braucht noch wie viel EP? Sieht man das hier irgendwo? Erfahrungspunkte 5. Der hier braucht 8 und der hier braucht 5. Okay. Haben wir denn noch Kraut? Ja. 37 und 37, 15. Okay, sind alle fast voll, außer Cool. Aber Cool ist ja cool und er hält das aus. Zack, er hält Kraut. Oh. Kann man das ein bisschen irgendwie machen, dass man nicht so schnell ist, wenn man rennt? Ich finde das ein bisschen allzu schnell. Slim, weg ist er. 2 Erfahrungspunkte gekriegt, yeah. Ich muss gleich mal gucken, ob ich da oben irgendwas umstellen kann, dass ich nicht so schnell bin. Aber das ist ja wirklich ein bisschen scheiße, wenn das hier so schnell ist, ne? Da könnt ihr ja mal gar nicht hinterherkommen. Aber naja, wir zocken jetzt erstmal hier weiter. Zack, 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 zack. Und da ist das Tor. Eigentlich wollte ich ja leveln und nicht hier durchrennen, ne? Mann, oh Mann, oh Mann. Kraut! Yeah! Kraut. Zack. Oh, jetzt haben wir das Kraut nicht eingesammelt, weil wir so schnell sind. Ich muss mal gucken. Options. Sound, Emulator, Filter, Joy. Filter? Normal. Bäh. Video mal 1 Render mal 2 Fullscreen, Other Fullscreen Frameskip Throttle. Ne, ich weiß jetzt nicht, was ich da machen kann. Vielleicht kennt ihr euch ja mit dem Visual Boy Advance aus. Ja, ich nicht. Kraut überall ist schön. Dann gehe ich halt ein bisschen so. Lalalala. Ah, oder warte mal. Ah nee, ich könnte die Musik ausstellen, habe ich aber eh schon. Und dann wäre das hier, würde das alles ein bisschen schneller laufen. Aber ich glaube, das wäre genauso schnell und das bringt dann nichts. Also mal gucken, wo wir sind. Hier. Zack, 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 zack. Oh, ein Getüm. Ein Cool greift an. Ein Cool greift an. Ich meine, ein Vampi ist das. Und Paul hat Vampi besiegt. 2 Erfahrungspunkte. Slim erreicht den Level 3. Max HP plus 6 und sowas. XYZ erreicht den Level 2. Yes, yes. Besser geht's gar nicht, Mann. Krasser Scheiß, was haben wir denn da? Teleport ist das bestimmt. Wow, mit einem Teleport kann man sich überall die ganze Zeit raus teleportieren. So, als wenn man bei Pokémon in einer Höhle ist und Fluchtseil hat. So, haben wir denn Kraut? Yeah, erhielt Kraut.
Paula hielt Kraut. Oh, ich habe gar nicht geguckt, wann ich angefangen habe mit der Aufnahme. Nicht, dass ich hier jetzt irgendwie 30 Minuten aufnehme, dann muss ich doch schneiden. Ein Zungenbär-Ungetüm erscheint. Und ja, es gibt viel mehr Monster. Wir sind hier noch sozusagen in der ersten... Bei Pokémon wenn wir jetzt in der ersten Wiese und finden immer nur gleich Monster. Deshalb, cool, reichen Level 5. Oh, Max HP und MP plus 0. Abwehr plus 3 und Agilität plus 3. Und lernt Schlaf. Oh, cool, kann jetzt eine Attacke und zwar Schlaf. Den Gegner einschläfern heißt es wahrscheinlich. So, was ist denn jetzt? Ein Slime greift an. Zack, und weg ist er. Also ich könnte hier mal ganz schnell durchrennen. Und da sind wir schon. So, und jetzt würde ich mal sagen, Attacke! Wie oft soll ich dir sagen? Ich will nicht zurück. Na und? Kommst du aber. Heil Slime Ungetüm erscheint. Plan. Befehl. Angriff. Befehl. Angriff. Warte. Befehl. Technik. Ach, hat der erste auch einen Befehl? Technik. Ah, besitzt keine Technik für Kämpfe. Schade. Angriff. Befehl. Technik. Antidot. Keine Ahnung. Schlaf. Befehl. Technik. Hat er keine. Schade. Angriff. Kurbel nutzt Schlaf. Highslime schläft nicht. Oh, schade. Oh, XYZ hat 7 HP verloren. Jetzt hat er nur noch 3 HP, Alter. Was ein Scheiß, ey. Na komm, Heilslime. Diesmal nicht. Benutz Heil, Alter. Der hat sich schon wieder geheilt, dieses Scheißvieh. Das blaue Gefieder. Und so fies wie ich bin, unterbreche ich jetzt mitten in der Scheißsituation die Aufnahme, Leute. Bis gleich.